hinter euch! Das Verbot! Widerstand an jedem Ort! Wir haben einige Jahre dafür gekämpft, dass dieser Mord als rechte Tat anerkannt wird. Gegen alle Widerstände in der bundesdeutschen Wahrnehmung, gegen die Polizeistatistiken, die diesen Mord als Verdeckungstat, teilweise auch als unpolitisch dargestellt haben. Gegen die Oral History, hier ein Buch, die behauptet hat, die Täter kannten sich und waren Saufbrüder. Aber auch in den letzten Jahren gegen die NPD, die einfach nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass ihre Kameraden vor 18 Jahren einen sogenannten deutschen Volksgenossen umgebracht haben. Das schreiben sie auf Twitter, dass wir Lügen verbreiten würden. Ihr wirklich hochkompetenter Wahlkampfkandidat Heinz Walentschak hat das 2016 auch in einem Video gesagt, dass es kein Nazimord war. Und die Plakate, die hier an der Route kleben, sagen dasselbe. Aber wie gesagt, Freunde, wir sind ein bisschen fähiger als ihr. Organisiert euch die Prozessakte, lest das Ding durch. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal ein Geschichtsbuch aufschlagen, weil dann seht ihr, dass die Leute, denen ihr huldigt, Hitler, Goebbels, Göring, diese ganzen scheiß KZ-Wärter, dass das Leute waren, die auf Arme und Obdachlose hinabgeblickt haben. Und genau das ist der Unterschied. Während ihr euch so aufspielt, als wenn ihr für die Armen und Schwachen da seid, seid ihr letzten Endes auch nichts weiter als Sozialchauvinisten, die heimlich davon träumen, selber mal am Sessel der Bonzen zu sitzen. Ihr seid letzten Endes nicht besser als die AfD. Ihr teilt denselben Traum, irgendwann im Chefsessel zu sitzen und andere Leute zu unterdrücken. Und genau der Unterschied besteht zwischen euch und uns. Da ist die rote oder die schwarz-rote Trennlinie. Wir sind hier, um für die Marginalisierten, für die Ausgegrenzten einzustehen. Wir sind für die Leute hier, die den ganzen Tag arbeiten gehen und nichts in der Tasche am Ende haben. Für die Frauen, die auf den Strich gehen müssen, weil sie teilweise kein Geld haben oder eben weil sie keine anderen Möglichkeiten durch ihren familiären Hintergrund haben. Auch diese Leute sind Teil unserer Klasse. Wir sind dafür die Flüchtlinge, die auch Teil unserer Klasse sind, die selbst Lohnabhängige waren in ihren Ländern. Und dieser Diss geht gegen solche Schweine wie euch, aber auch, sorry, gegen eine Sarah Wagenknecht, die nicht anerkennt, dass Flüchtlinge Teil unserer Klasse sind. Auch Lohnabhängige, die hergeflohen sind, um ein besseres Leben zu führen. Und sie führen ja aber kein besseres Leben. Was machen wir Deutschen? Wir stecken sie in irgendwelche Turnhallen. Wir stecken sie in irgendwelche abgefuckten ehemaligen Wohngebäude, in denen wir nicht mehr selber mehr wohnen würden. Und ihr regt euch auf, dass die zu viele Handys und zu viel Geld kriegen. Schämt euch, ihr seid einfach unethisch. Ihr habt keine Moral in eurem Leib. Scheiß NPD, scheiß Nazis. Und wie gesagt, es gibt einen feinen Unterschied zwischen der Situation, wenn ihr hier Schweigeminuten unterbrecht oder wenn wir nach Dresden fahren oder meinetwegen nach Halbe und einfach euch unterbrechen, wenn ihr euren Nazi-Großeltern gedenkt. Weil Dieter Eich hat niemand umgebracht. Das einzige Vergehen, was er begangen hat, ist, dass er keine Lohnarbeit nachgegangen ist und dass er einfach persönliche Probleme in der Zeit hatte. Dieser Mann ist in einem Zeitpunkt gestorben, wo er kurz vorher den Tod seiner Freundin zu betrauern hatte. Er ist von der Gartenlaube in Blankenburg hergezogen, Mann. Dem Typen ging's dreckig. Und diese Leute, die ihn umgebracht haben, das waren eure Kameraden. Ganz einfach. Und ich würde auch eine Bitte richten an die Leute, so scheiße die Nazis auch sind, lasst euch nicht provozieren. Sie erreichen genau das Ziel, wenn wir auf die Leute anspringen. Ich habe das jetzt für euch inhaltlich gemacht. Ich hoffe, das reicht fürs Ende der Demo.